Ein Jahr steht er ganz im Mittelpunkt, Peter Friedhofen. Gleich drei Ereignisse sind 2010 der Anlass für ein großes Festjahr. Die Gründung der Brüdergemeinschaft vor 160 Jahren, der Tod Peter Friedhofens vor 150 Jahren und die Seligsprechung durch Papst Johannes Paul vor 25 Jahren. Ein Ereignis, an das sich der Trierer Bischof Stefan Ackermann noch gut erinnert. Es war während meiner Studienzeit in Rom, der 23. Juni 1985. Das war der Tag nach meiner Kirchenrechtsprüfung. Und da tat am nächsten Tag eine Seligsprechungsfeier gut. Das Pontifikalamt im Dom zu Trier ist der Auftakt der zentralen Festwoche im Peter-Friedhofen-Jahr 2010. Die barmherzigen Brüder von Maria Hilf feiern zusammen mit Vertretern der Politik, befreundeten Ordensgemeinschaften und Mitarbeitenden aus Einrichtungen der BBT-Gruppe. Sie erinnern an Peter Friedhofens Zeit als Schornsteinfeger, die Ordensgründung und seinen großen Glauben. Draußen vor dem Dom, liebe Schwestern und Brüder, ist dieses Transparent aufgehängt mit dem Gesicht von Peter Friedhofen, zusammengestellt als Collage aus den vielen, vielen Gesichtern derjenigen, die zusammen mit den barmherzigen Brüdern in den verschiedenen Einrichtungen im Auftrag, dem Leben des seligen Peter Friedhofen in unserer Zeit ihr Gesicht geben. Ein schönes, sprechendes Symbol. Ein Höhepunkt des Gottesdienstes war sicher auch die Uraufführung des neuen Peter Friedhofen-Lieds »Wie im Himmel, so auf Erden«, vorgetragen von den Trierer Sängerknaben. Im Anschluss an das Pontifikalamt das Fest der Begegnung auf dem Domfreihof. Die verschiedenen Einrichtungen der BBT-Gruppe präsentieren ihre Arbeit und die Ergebnisse. Der Künstler, der das gemacht hat, ist einfach der Meinung, dass Peter Friedhofen also auch in die heutige Welt gehört. Das war so der Hintergrund und die Idee des Künstlers. Der wird von uns betreut auf dem Schönfelder Hof. Wir haben unter anderem da auch eine Künstlergruppe, die von einem von unseren Ergotherapeuten geleitet wird. Die sind sehr kreativ, künstlerisch tätig, in verschiedenster Form. Psychisch kranke Menschen können auch in dieser kreativen Form, indem sie eben bildkünstlerisch darstellen, ihre Symptomatik bearbeiten. So können sich alle ungezwungen über die Krankenhäuser und sozialen Einrichtungen informieren und deren Angebote kennenlernen. Wir haben ganz bewusst auf einen großen Festakt verzichtet, weil wir gesagt haben, damit tun wir all einen Gefallen all denen, die hätten reden müssen, und noch einen viel größeren all denen, die hätten zuhören müssen. Mit einer Sternwallfahrt beginnt das große Mitarbeiterfest. Aus den verschiedenen Einrichtungen der BBT-Gruppe treffen sich rund 1400 Mitarbeitende zunächst in kleinen Gruppen. Gemeinsam feiern dann alle auf dem Gelände des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier einen großen Festgottesdienst. Wie viel Gutes und Hilfreiches geschieht jeden Tag in unserem Land, weil Menschen wie Sie sich einbringen, weil Sie sich als Teil eines größeren Ganzen verstehen und so in der Lage sind, etwas in unserer Welt zu bewegen. Es ist genau der Jahrestag der Seligsprechung des Ordensgründers Peter Friedhofen. Unter den Augen der Brüdergemeinschaft, der Familien und der vielen Mitarbeitenden legen Bruder Maximilian und Bruder Matthias ihre zeitliche Profess ab. Ich stelle mich dieser Ordensgemeinschaft aus ganzem Herzen zur Verfügung und durch die Gnade des Heiligen Geistes im Vertrauen auf die Fürbitte der seligen Jungfrau Maria und unseres seligen Vaters Peter Friedhofen im Dienste Gottes und der Kirche zur vollkommenen Liebe zu gelangen. Empfange das Ordenskapulier, trage es als Zeichen deiner Weihe an Gott und bewahre dem Herrn die Treue.
Insgesamt 70 Brüder haben die Mitarbeitenden eingeladen. Gemeinsam feiern sie nicht nur den Gottesdienst, sondern genießen den Tag zusammen beim Essen, Gesprächen und den verschiedenen Angeboten und Aktionen rund um das Trierer Brüderkrankenhaus. Und es ist also ein sehr, sehr schöner Tag. Man findet hier Leute, die man sonst vom Telefon her kennt, die man sich vielleicht auch sonst mal irgendwo getroffen hat, und genieße einfach den schönen Tag. Sehr schön. Ein super Tag, alles ganz super organisiert und also wir sind total begeistert. Schön. Man sieht es an meiner Hand. Ich habe mich mit meinem Kollegen fürs Kickerturnier entschieden und bin freudestrahlender Sieger. Wir nehmen nach Paderborn und Marsberg jetzt einen nagelneuen Kicker mit als Turniersieger und das rundet den Tag heute nochmal richtig schön ab. Den Abschluss des großen Mitarbeiterfestes bildet schließlich eine musikalische Andacht, in dem das Leben und Wirken des Ordensgründers im Vordergrund steht. Peter Friedhofen war ein einfacher Laie und ist es bis zu seinem Tod geblieben. Sein großes Werk ist nicht eine Frucht des kirchlichen Amtes, sondern eine Frucht seiner Christusverbundenheit, seiner Überzeugungskraft, seines und seiner Gefährten selbstlosen Dienstes für die Armen und Kranken. Genau dieser Einsatz steht dann auch im Mittelpunkt des gemeinsamen Tages von Bewohnern, Klienten und Mitarbeitenden der Sozialeinrichtungen der BBT-Gruppe. Auf spielerische Art wird im Eröffnungsgottesdienst das Leben und Wirken Peter Friedhofens erklärt. Sondern es war wirklich das Bedürfnis in mir, was zu bewegen. Ich war auch nicht sicher, wie soll das gehen, mit wenig finanziellen Mitteln, wenig Unterstützung, aber ich wusste, ja, Gott geht den Weg auch mit. Und dann bin ich wirklich zu dem Entschluss gekommen, dass Gott das für mich so will. So erfüllt die Gemeinschaft der barmherzigen Brüder von Maria Hilf auch heute den Auftrag ihres Ordensgründers. Für arme, kranke und benachteiligte Menschen da zu sein und ihnen mit Barmherzigkeit zu begegnen. In den verschiedenen Krankenhäusern und Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe ist dies besonders zu spüren. Aber auch in sonstigen sozialen Nöten, sei es in der Speisung von Obdachlosen, in einer Wohnungslosenambulanz, in der Hospizarbeit, in all dem, was heute von uns im sozialen Bereich gefordert wird und was wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und wir auch mit den uns zur Verfügung stehenden Kräften leisten können. Ein gemeinsames Ziel, bei dem die 70 Ordensbrüder tagtäglich von über 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den verschiedenen Einrichtungen unterstützt werden. Es wird zusammengearbeitet, gelebt und auch mal gefeiert. Und das nicht nur mit leisen Tönen, wie Wild Willy zeigt, eine Band von Mitarbeitern und Klienten des Schönfelder Hofs. Hat's gefallen? Okay, tschüss. Das war zumindest das Ende der zentralen Festwoche. Aber das Engagement in den Einrichtungen der Barmherzigen Brüder Trier geht auch darüber hinaus noch weiter. Und dabei gilt: wie im Himmel, so auf Erden.